Die Linke möchte ich sagen, dass wir es gut finden, dass es diese Aussprache gibt. Überhaupt ist dieses parlamentarische Instrument nach § 43 der Geschäftsordnung Aussprache viel zu selten genutzt. Und insofern irritiert mich das sehr, Herr Lindner, wenn Sie sagen, also hier wird ein bundespolitisches Flaggschiff platziert und im gleichen Moment oder kurze Zeit später sagen Sie, dass es gut ist, dass wir eine Fotoaktion gemacht haben, Gesundheit, dass wir eine Fotoaktion gemacht haben. Also das passt nicht ganz zusammen, denn HIV und AIDS, das wissen wir alles, ist kein Randgruppenthema. Diese Erkrankung bleibt eine globale Geißel, der jedes Jahr 1,7 Millionen Menschen zum Opfer fallen, 2,5 Millionen Menschen, das sind gigantische Zahlen, die sich jedes Jahr neu infizieren an dieser grauenhaften Immunschwächekrankheit. Die Tatsache, dass nur 8 von 15 Millionen Positiven eine lebensrettende Therapie erhalten, ist nicht nur fahrlässig, sondern geradezu kriminell. Im nächsten Jahr steht wieder eine Geberkonferenz für den globalen Fonds gegen AIDS, TBC und Malaria an. Aus ethischer Sicht kann es nur ein Ergebnis geben. Die Bundesrepublik muss ihre Mittel aufstocken, um Leben zu retten. Die Bekämpfung des HIV-Virus bleibt aber auch bei uns in Deutschland eine nationale Aufgabe. Wie das Robert-Koch-Institut in der letzten Woche bekannt gab, leben Ende 2012 in Deutschland voraussichtlich etwa 78.000 Menschen mit einer HIV-Infektion. Diese Zahl steigt seit Mitte der 90er Jahre und wird weiter steigen, da Therapien wirksamer werden und die Zahl der Todesfälle sinkt. Die Zahl steigt aber auch, weil sich jedes Jahr mehr Menschen neu mit dem HIV-Virus infizieren. Für das Jahr 2012 rechnet das Robert-Koch-Institut mit 3.400 Neuinfektionen. Das sind 100 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Todesfälle stagniert bei etwa 550. Diese Entwicklung zeigt, dass im Engagement gegen HIV nicht nachgelassen werden darf. Die Zahlen Mecklenburg-Vorpommern betreffend hat die Ministerin und hat Frau Gajek hier bereits dargelegt. Die Zahlen divergieren unter Umständen ein wenig, je nachdem, welche Quelle man benutzt. Aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, welche Handlungsfelder wir aus dieser wichtigen Frage ableiten. Und für die Linke gibt es vier Handlungsfelder, die ich ganz kurz darlegen möchte. Erstes wichtiges Handlungsfeld ist die Aufklärung. Aufklärungsarbeit ist immer noch der beste Weg, AIDS langfristig einzudämmen. Neben der Aufklärung in den Schulen, neben der Öffentlichkeitsarbeit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gilt es, in die Milieus zu gehen und dort vor dem Risiko einer Ansteckung mit dem HIV-Virus zu warnen. Anlauf- und Beratungsstellen für eine fachkompetente persönliche Beratung sind deshalb unerlässlich. Diese brauchen wiederum eine auskömmliche Finanzierung. Deswegen darf es hier auch künftig keine Abstriche geben. Die Träger von HIV-Präventionsangeboten sagen mir, dass die Aufklärungsarbeit in Gefahr ist. Vor allem, weil die Kommunen immer größere Schwierigkeiten haben, ihren Finanzierungsanteil aufzubringen. Auch die Arbeit des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist unzureichend finanziert. Es kann doch nicht sein, also die Woche gerade gehört, dass Gesundheitsämter bei der AIDS-Hilfe anrufen und darum ersuchen, dass Kondome verteilt werden, ihr eigenes Budget wäre ausgeschöpft, sie könnten das nicht tun. Wenn es so weit ist, dass wirksame Präventionsarbeit an der Abgabe an Kondomen scheitert, dann ist dies ein Armutszeugnis für unser Land. Und bevor jemand kommt und mit dem Finger auf die Kommunen zeigt, es scheitert nicht daran, dass diese nicht willig wären, sondern es scheitert daran, dass viele, sogar die meisten Gemeinden und Kreise in unserem Land finanziell ausgeblutet sind. Die letztmalige Unterrichtung der Landesregierung zum Thema AIDS-HIV fand im Februar 2009 statt. Darin heißt es im Fazit, die kommenden Jahre werden zeigen, ob die derzeitige Präventionsstrategie ausreichend ist. Vor dem Hintergrund der leicht ansteigenden Neuinfektion ist dies offensichtlich nicht der Fall. Die Menschen werden im Umgang mit dem HIV-Virus wieder leichtfertiger. Stigmatisierung bestimmter Lebensweisen helfen uns aber nicht weiter. Der unsägliche Vorschlag, Frau Gajek hat darauf hingewiesen, aus Sachsen-Anhalt bei bestimmten Personenkreisen Zwangstests anzuordnen, diffamiert ganze Bevölkerungsteile und offenbart die Hilflosigkeit der dortigen Landespolitik. Einen derartigen Eingriff in die Grundrechte wird die Linksfraktion niemals akzeptieren. Er wird auch die Zahl der Neuinfektionen nicht senken, denn keine Zwangsmaßnahme kann eine Bewusstseinsänderung ersetzen. Diese ist aber Voraussetzung, damit die Menschen, die einem Risiko sich anzustecken, keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr eingehen.
Die Linksfraktion erwartet von der Landesregierung, dass sie die Wirksamkeit ihrer zielgruppenspezifischen Präventionsarbeit überprüft. Es ist angezeigt worden und das Ergebnis dem Landtag vorstellt. Auf dieser Grundlage müssen wir uns darüber Gedanken machen, ob wir unsere Präventionsmaßnahmen ausweiten müssen. Ich denke auch an eine räumliche Ausweitung. Es gibt derzeit 3 Standorte der AIDS-Hilfe in Rostock, Schwerin und Stralsund. Letztere muss die gesamte Fläche in Vorpommern und Ostmecklenburg abdecken. Das muss sich auf die Qualität des Angebots negativ auswirken, weil sie es ganz einfach nicht schaffen können. Auch eine kostenlose Spritzenabgabe in Haftanstalten oder die Intensivierung der Aufklärung unter Homosexuellen sollten wir diskutieren. Zweites Handlungsfeld, die Tests. Der zweite wichtige Baustein unserer Präventionsstrategie ist die Forcierung von Schnelltests. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass rund 20% der HIV-Infizierten nichts von ihrer Infektion wissen. Vor diesem Hintergrund ist es besonders wichtig, niedrigschwellige Schnelltests anzubieten und weiter auszuweiten. Die AIDS-Hilfen bieten diese Schnelltests an, das ist lobenswert und das sollte auch weiter propagiert werden und darauf hingewiesen werden, dass es sie gibt. Drittens die Behandlung. Wie wir wissen, gibt es für AIDS keine Heilung. Es gibt allenfalls Medikamente, die ein Leben mit AIDS möglich machen. Es gibt aber auch einen Ansatzpunkt, der im Sachbericht des Zentrums für sexuelle Gesundheit und in den Leitlinien der Landesregierung zu kurz kommt, die Prävention, die Behandlung von Geschlechtskrankheiten. Ist ja angesprochen worden schon, jede Syphiliserkrankung steigert das Risiko, sich auch mit HIV-Virus anzustecken. Eine schnelle Diagnose und Behandlung von Syphilis und anderen sexuell übertragbaren Infektionen kann daher dem Anstieg der HIV-Neuinfektionen entgegenwirken. Das Problem ist, wissen Sie, Herr Pasteurs, Ihre Zwischenrufe offenbaren, dass Sie ein krudes Menschenbild haben, dass Sie menschenfeindlich sind, indem Sie hier stigmatisieren und hier sich darüber lächerlich zu machen versuchen, um was es geht. Ja? Im Grunde genommen bin ich dankbar für diese Zwischenrufe. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Sie zeigen, dass Sie ausgrenzen, dass Sie menschenverachtende Politik betreiben, Herr Pasteurs. Und das muss deutlich gemacht werden. Und ich finde es so wunderbar, dass die Protokolle immer auch die Zwischenrufe ausweisen. Denn damit zeigen wir auch, wessen Geisteskind wir sind, Sie insbesondere. Ja? Viertens, Leben mit der Krankheit möglich machen. Die Menschen, die mit dem HIV-Virus leben müssen, gebührt vor allem unser Respekt. Die Betroffenen brauchen auch darüber hinaus auch eine ganz alltägliche Dinge, zum Beispiel Arbeit oder die Möglichkeit, ein Kind auch großzuziehen. Sie brauchen also die vollständige Gleichstellung. Es darf künftig nicht geschehen, dass HIV-Positive aufgrund ihrer Infizierung mit dem Virus vom Arbeitgeber entlassen werden. Und es ist ein Skandal, Frau Ministerin hat das bereits angesprochen, wenn es Ärztinnen und Ärzte gibt, die sich weigern, Positive zu behandeln. Auf dem Weg hierher bin ich gefragt worden, wie das denn sein kann. Also begründet wird das mit zwei Aspekten. Einmal die Angst vor der eigenen Ansteckung und zum anderen die Bedenken, dass die Praxis stigmatisiert wird, wenn man sagt, naja, wenn solche Menschen unter den Patientinnen und Patienten sitzen, könnte man sich ja anstecken. Also es ist auch an dieser Stelle Aufklärungsarbeit zu leisten, an dieser Stelle, die lebenswichtig ist. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist also eine Frage des Hippokratischen Eids, der hier angesprochen worden ist. Es ist eine Frage der Berufsordnung und an dieser Stelle, wenn Sie, Frau Ministerin, Sie das thematisieren, finde ich das eine ganz gute und wichtige Sache. Gleichwohl ist es notwendig vom Bundesgesetzgeber. Das eine ist die Aufklärung und das Einwirken, dass man sagt, also wir müssen Verständnis erzeugen, wir thematisieren das. Andererseits meine ich schon, muss man nachdenken, ob es da auch die Möglichkeiten gibt, über Regelungen verbindliche Standards zu schaffen, um dem Einhalt zu gebieten. Also an dieser Stelle auch mal zu gucken, ob im Allgemeinen Gleichstellungsgesetz Handlungsbedarf ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, AIDS ist immer noch eine der größten Gesundheitsgefahren in unseren Breiten, also warnen wir vor sexueller Leichtsinnigkeit und geben wir den Positiven die gleichen Chancen für ein selbstbestimmtes Leben wie allen anderen. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit.